Einer der am meistgestellten Fragen von Amazon FBA-Händlern ist die: Niklas, wie bekomme ich mein Produkt, wenn ich es auf Amazon verkaufe, schnellstmöglich in den Suchergebnissen nach ganz oben, dass ich sozusagen von den Kunden, wenn die nach meinem Produkt suchen, wirklich direkt gefunden werden kann? Und genau darum geht es in diesem Video. Denn der Schlüssel dazu sind Keywords. Nur ist Keywords ein oft falsch verstandenes Wort und viele Leute gehen völlig falsch mit diesen Keywords um. Deswegen werden wir uns in diesem Video damit beschäftigen, worauf du dabei achten musst, wie du diese Keywords findest, diese relevanten Keywords und was ein Keyword irrelevant für dich macht, beziehungsweise nur in der zweiten Reihe gehört und was für dich in die erste Reihe gehört. Also, lasst uns direkt loslegen. Wir machen das heute mal an dem Beispiel. Wir würden so ein Mikrofaserhandtuch hier verkaufen wollen und wollen gleich einfach mal herausfinden, wenn wir so ein Handtuch hier verkaufen, wie wir es schaffen, wirklich möglichst schnell hier nach oben zu kommen und die Suchanfragen der Kunden so auf unser Produkt leiten zu können und dementsprechend auch die Umsätze. Das Erste, was wir dafür brauchen, ist eine Übersicht von allen Wörtern mehr oder weniger, mit denen Kunden nach unserem Produkt suchen überhaupt. Das bedeutet, du könntest jetzt auf der einen Seite natürlich hingehen und überlegen, hey, was könnten Kunden auf Amazon eingeben? Dann könntest du zum Beispiel bei Amazon in die Suchanleiste reingehen und wenn du hier irgendwas eingibst, dann schlagen die dir immer Sachen vor. Auch hier bekommst du vielleicht schon ein paar interessante Ideen. Fakt ist aber einfach, dass vermutlich, da es Millionen von potenziellen Kunden gibt, auch es Tausende von verschiedenen Suchanfragen gibt. Und für uns ist jetzt erstmal herauszufiltern, welche Begriffe Leute benutzen, denn nicht alle werden nur mit Mikrofaserhandtuch suchen. Vielleicht suchen manche zum Beispiel Mikrofaserhandtuch schnell trocknend oder Mikrofaserhandtuch Reise oder klein oder groß, wie auch immer. Und wir müssen jetzt genau sehen, welche dieser Keywords sind die am häufigst gesuchten. Und bevor wir das tun, möchte ich dir einen extrem wichtigen Punkt mit an die Hand geben. Wenn du dein Produkt auf Amazon verkaufst, werden später 60 bis 80% all deiner Verkäufe, also der Großteil der Verkäufe, über 3 bis 10 Keywords nur, also Suchanfragen der Kunden kommen. Das bedeutet, es gibt so einen kleinen Pool an Keywords von diesen Hunderten oder Tausenden Begriffen, den Kunden nutzen, über den mehr oder deutlich mehr als die Hälfte deiner Verkäufe später entstehen werden. Und das sind in der Regel natürlich die, wo auch die meisten Kunden mit suchen, beziehungsweise die, die am besten zu deinem Produkt passen. Ich nenne diese Keywords Fokus-Keywords, denn wir sollten uns auf diese Keywords fokussieren und sie an ganz bestimmten Stellen im Listing verbauen. Wie finden wir diese Fokus-Keywords, diese wichtigen Begriffe, über die die meisten Keywords passieren? Das finden wir über ein sagenumwobenes Tool, und zwar das Magnet 2 Tool. Das Magnet 2 Tool ist Teil von Helium 10. Es ist ein Amazon-Produkttool, das absolut geilste. Jetzt kommt man fett Werbung rein. Klickt unten auf jeden Fall auf den Link für all diejenigen, die es noch nicht benutzen. Einfach weil es das geilste Tool ist und es dir Möglichkeit bietet, ja, Sachen herauszubekommen, die du so sonst niemals wissen könntest und damit extrem unsicher bist, wenn du dein Business startest, weil du einfach dich nicht auf Zahlen, Daten und Fakten verlassen kannst. Wenn du auf den Link in der Beschreibung klickst, dann kannst du ja auch mit den Rabattcodes BYL50 50% im ersten Monat oder BYL10 10% lebenslänglich sparen. Kannst du natürlich auch lassen und es so direkt kaufen, dann also kannst du auch machen oder wenn du dir noch nicht ganz sicher bist oder erstmal dich davon überzeugen möchtest, hey, ist das wirklich so cool, dann kannst du auch über diese Seite ganz einfach hier über dieses Rabatt sichern, auch dir erstmal einen kostenlosen Account erstellen und das sozusagen testen. Da hast du nur eine begrenzte Anzahl an Versuchen, sollte aber erstmal reichen, um sich da einen Überblick zu verschaffen. So, wenn du dich dann angemeldet hast und deinen Account erstellt hast, über den Link reingekommen bist, dann kannst du hier auf Magnet 2 draufklicken und kannst hier oben, nachdem du natürlich hier ganz, ganz, ganz wichtig Amazon.de Deutschland gemacht hast, dein Keyword eingeben. Und zwar ein Keyword, was dir jetzt gerade einfällt. Das könnte zum Beispiel Mikrofaserhandtuch sein. Und ein einziges reicht schon. Und dieses Magnet-Tool heißt nicht ohne Grund so, denn was es tut, ist jetzt wie ein Magnet alle anderen Suchbegriffe, die irgendwie mit diesem Suchbegriff und den Produkten, die dazu angezeigt werden, also das, was Amazon hier zeigt, herauszufiltern. Das dauert ein bisschen, weil das extrem viele sein werden. Und jetzt werde ich dir gleich zeigen, warum du so ein Tool brauchst. Weil dir dieses Programm insgesamt dazu jetzt alleine schon innerhalb von 10 Sekunden 1800 mögliche Suchbegriffe, die in irgendeiner Art und Weise damit in Zusammenhang stehen, rausspuckt. Zum Beispiel so etwas wie Mikrofaserhandtuch Kinder, Mikrofaser Badetuch und so weiter und so fort.
Das Coole ist, dass du in diesem Tool nicht nur diese einzelnen Wörter siehst, sondern hier in dieser Spalte Search Volumen auch direkt siehst, wie häufig nach diesem Begriff von Kunden auf Amazon gesucht wird, und zwar im Monat. Das bedeutet, je mehr Suchvolumen hier drin ist, desto mehr Kunden sind potenziell in dieser Nische sozusagen drin. Da wir jetzt die 10 oder die 3 bis 10 Haupt-Keywörter, die Fokus-Keywörter finden wollen, müssen wir natürlich jetzt ein bisschen sortieren. Und auch das ermöglicht uns dieses Programm. Wir müssen jetzt nicht alle 1681 Sachen durchklicken, sondern wir haben hier oben die Möglichkeit, bestimmte Sachen herauszufiltern. Und zwar, indem wir erstmal das Suchvolumen zum Beispiel auf mindestens 1000 stellen können. Das heißt, alle Produkte, die seltener oder alle Keywörter, die seltener als 1000 gesucht werden, die fallen hier automatisch raus. Außerdem können wir den Word Count hier auf 1 setzen. Was bedeutet das? Wenn wir den auf 2 haben, würde zum Beispiel Mikrofaserhandtuch zusammengeschrieben, weil es dann ja nur ein einziges Wort wäre, ausgeschlossen werden. Das wollen wir aber auch mit drin haben, weil es natürlich auch ein relevantes Keyword für uns sein kann. Und dann schlussendlich haben wir auf der rechten Seite noch den Match-Typ. Hier klicken wir auf organisch, denn alle anderen Sachen müssen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen, sonst wird das Video zu lang. Aber das sind auf jeden Fall die Sachen, die Kunden tatsächlich auf Amazon eingeben. Die anderen Sachen sind Amazon-Vorschläge. Wenn wir jetzt auf Apply klicken, wirst du sehen, dass wir jetzt, schon nur noch 11 haben. Das kann jetzt auch sein, dass du vielleicht 20 noch hast oder es kann auch sein, dass du noch 5 hast. Das kommt ein bisschen drauf an. Das Coole, was an dieser Stelle der Fall ist, ist, dass du hier natürlich extrem viele relevante Keywörter drin hast, aber auch ein, zwei dazwischen finden wirst, wo du dir denkst, hey, was haben die denn jetzt mit meinem Produkt zu tun? Beispielsweise so etwas wie Sportdamen. Vermutlich gibt es auch viele Mikrofaserhandtücher, die unter diesem Keyword verkauft werden. Du kannst dir zum Beispiel mal angucken, hey, was für Produkte tauchen hier überhaupt auf, aber fest steht schon mal, dass es nicht direkt was mit dir zu tun hat. Hier zum Beispiel taucht so ein Keyword auf, so ein Produkt auf. Ja, aber das können wir jetzt erstmal rauslöschen. Da kannst du hier einfach auf X drücken oder sowas wie Tourbahn. Ja. Aber was wir hier sehen, ist zum Beispiel das Badetuch XXL 200x200 1032 Mal gesucht wird. Sehr interessant, wären wir so wahrscheinlich nie drauf gekommen. Oder auch ein Turban-Handtuch. Ja, auch das wäre ich jetzt zum Beispiel direkt nicht drauf gekommen. Könnte natürlich ein solches Mikrofaserhandtuch sein. Ja, in dem Fall zum Beispiel, wenn wir jetzt so ein klassisches verkaufen, ist es das wahrscheinlich eher nicht. Ja, das ist das Coole, du kannst immer direkt da draufklicken und gucken, ey, tauchen auch tatsächlich da Produkte dazu auf. Aber zum Beispiel Mikrofaserhandtuch oder Mikrofaserhandtücher oder sehr interessant Reisehandtuch, wärst du vielleicht auch nicht direkt drauf gekommen, oder Strandhandtuch oder Mikrofaserhandtuchhaare, ja, wird 1600 Mal gesucht, oder ein Sporthandtuch zum Beispiel. Und das jetzt, was wir hier in dieser Liste haben, wenn du die unwichtigen Sachen rausgestrichen hast, das sind deine Fokus-Keywörter, auf die du dich später konzentrieren musst. Und hier siehst du zum Beispiel, okay, das allerwichtigste Keyword scheint Mikrofaserhandtuch zu sein. Das hat 6800 Suchvolumen. Mikrofaserhandtücher, also im Plural zum Beispiel 4999. Aber auch sowas wie Reisehandtuch oder Mikrofaserhandtuchhaare oder Strandhandtuch und Sporthandtuch haben zusammen mehr als 8000 Kunden, die jeden Monat sich auf Amazon danach erkundigen, also schon mehr oder weniger sich dazu entschieden haben, ihr Produkt zu kaufen. Und da möchtest du dann natürlich angezeigt werden. So, wie schaffst du das jetzt, beziehungsweise wo bringst du diese Keywörter später ein? Diese Keywörter solltest du definitiv irgendwo in deinem Listing mindestens einmal verbaut haben. Wir klicken jetzt einfach mal auf ein Produkt drauf. Das bedeutet entweder im Titel, in den Bullet Points hier oder etwas weiter unten in der Beschreibung. Jetzt ist es so, dass wir diese Fokus-Keywörter, weil die relevantesten sind, am besten mit in den Titel schreiben, da Amazon die Keywörter, die im Titel verbaut wurden, am stärksten gewichtet. Das bedeutet, du musst dir das so vorstellen, dass Amazon keine Suchmaschine ist, die Produkte danach rankt, wer wie oft welches Keyword irgendwo hingeschrieben hat. Also nur weil du jetzt 20 Mal Mikrofaserhandtuch in deine Bullet Points schreibst, wird Amazon dich nicht ganz oben anzeigen. Denn Amazon zeigt die Produkte an, die sie für den Kunden, der danach sucht, am relevantesten einschätzen. Das bedeutet, dieses Produkt wird hier oben bei Mikrofaserhandtüchern angezeigt, weil Amazon in der Vergangenheit gesehen hat, dass es sich sehr, sehr oft zu diesem Keyword verkauft hat. Und um aber erstmal die Chance zu bekommen, von Amazon angezeigt zu werden, musst du das Keyword irgendwo verbaut haben. Das bedeutet, du bist dafür indexiert. Das ist, wenn du es einmal irgendwo reingeschrieben hast, wirst du von Amazon dafür indexiert. Auch hier haben wir bei Helium 10 zum Beispiel, wenn du mal checken möchtest, hey, du hast schon ein Produkt auf Amazon mit dem Index-Checker, zu welchen Keywörtern bin ich überhaupt indexiert? Bin ich überhaupt zu meinen Keywörtern indexiert? Wollen wir jetzt aber in diesem Video nicht drüber sprechen.
Frage ist jetzt, wo setzen wir oder wieso setzen wir diese Keywords in den Titel, beziehungsweise was hilft uns das, um schneller da nach oben zu kommen? Immer wenn bei Amazon ein Verkauf passiert, sagen wir mal, dieses Produkt wird verkauft, ein Kunde kauft das, dann schaut Amazon, welches Keyword oder welchen Suchbegriff hat dieser Kunde benutzt, um das Produkt zu kaufen. Sagen wir mal, das wäre zum Beispiel Mikrofaserhandtuch Strand gewesen. In dem Falle würde Amazon dir für Mikrofaserhandtuch Strand diesen Produkt, diesen Verkäufer jetzt sozusagen als etwas wichtiger einstufen, als er es vorher getan hat. Und außerdem, und das ist jetzt die relevante Information, warum du es in den Titel bringen musst, gibt Amazon dir für alle Keywords, wie zum Beispiel Sporthandtuch, Strandhandtuch oder Reisehandtuch, die du sonst im Titel benutzt hast, auch ein bisschen Energie, weil Amazon denkt, hey, diese Keywords hängen unmittelbar mit dem Mikrofaserhandtuch in Zusammenhang zu diesem Produkt. Und das ist nur beim Titel der Fall, nicht bei den Bullet Points oder bei der Beschreibung, weil du im Titel in der Regel die am wichtigsten beschreibenden Keywords reinpackst. Ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel hier in den Titel bei einem Mikrofaserhandtuch noch mit reinschreibst, Schraubenzieher, dann wird Amazon dich nicht zu Schraubenzieher höher ranken. Ja, deswegen sozusagen musst du diese Fokus-Keywords in den Titel reinbringen und im Idealfall schreibst du die Wörter auch nicht einzeln, sondern im Zusammenhang stehen. Das bedeutet, als Phrase. Zum Beispiel ist Mikrofaserhandtuch sind zwei Wörter, das ist eine Phrase, das besteht aus zwei Begriffen. Wenn du die jetzt zusammen in den Titel reinschreibst, dann ist das noch etwas stärker gewichtet von Amazon, als wenn du nur Mikrofaser, dann irgendwas anderes schreibst und dann irgendwann Handtuch schreibst. Ja? Also, das ist das Konzept hinter den Fokus-Keywords. Das ist natürlich auch wieder nur ein relativ kleiner Anschnitt. Man könnte jetzt ein, zwei Stunden darüber sprechen, dieses System, dieser Amazon-Algorithmus, wie der die Energie, also die Relevanz bei einem Verkauf verteilt, auf welche Keywords die verteilt werden und wo du besonders stark rankst bzw. vorankommst. Das würde jetzt ein, zwei Stunden dauern zu erklären, ist natürlich auch interessant. Ich kann aber nicht alles hier auf YouTube teilen, ist, denke ich, klar, möchte ich auch gar nicht und will ich auch gar nicht und werde ich auch nicht. Aber du hast damit schon mal eine gute Basis und kannst jetzt auf jeden Fall, wenn du zum Beispiel schon verkaufst, schauen, hey, habe ich wirklich diese Fokus-Keywords drin, beziehungsweise habe ich wirklich die Keywords mit den höchsten Suchvolumen drin oder habe ich da ganz viele Keywords, die nur irgendwie 50 oder 100 Mal gesucht werden, die vielleicht nicht unbedingt in den Titel gehören, sondern die du lieber in die Backend-Keywords oder in die Beschreibung und so weiter und so fort reinschreiben könntest. Wenn dir das Video gefallen hat und dir das Wissen weitergebracht hat, dann musst du natürlich jetzt an dieser Stelle dich entscheiden, ob du mehr davon haben willst und ein anderes Video von mir schaust oder vielleicht sogar den Kanal abonnierst oder du hast den Plan oder bist vielleicht sogar schon dabei, dir ein eigenes erfolgreiches Online-Business aufzubauen und dein Leben in die eigene Hand zu nehmen. Das finde ich extrem cool und das Allerwichtigste, du hast bereits verstanden, dass Wissen Erfolg bedeutet. Sonst würdest du dieses Video hier nicht gesehen haben und erst recht nicht bis ganz zum Ende. Leider kann ich auf YouTube nur einen ganz kleinen Prozentanteil meines gesamten Wissens teilen, weil ich Angst habe, dass sonst irgendwelche anderen Gurus und Coaches das Ganze einfach kopieren und für ihre eigenen Zwecke einsparen. Deswegen habe ich für dich ein exklusives Online-Training erstellt, was ich auf meiner eigenen Website hochgeladen habe, was du dir aber so ganz einfach anschauen kannst und musst, wenn du planst, mit Amazon FBA durchzustarten, weil ich in diesem Video meine Haupterkenntnis mit dir teile, warum ich erfolgreich geworden bin auf Amazon FBA und was 99% der Seller niemals verstehen werden. Sieh dir also jetzt das Online-Training an, besonders wenn du überlegst, dich von mir coachen zu lassen, musst du dieses Training vorher gesehen haben, um eine bessere Entscheidung treffen zu können. Also, wir sehen uns gleich auf der Website, den Link findest du unten in der Beschreibung und dir wünsche ich jetzt noch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag. Hau rein und ciao!